Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil vom Might & Magic 9 Let's Play. Wir starten direkt wieder ins Spiel, ich lade den alten Speicherstand, den ich mit euch erstellt hatte. Und dann kann es auch direkt losgehen. Wir sind ja hier am Anfang von Sturmfort gewesen, am Hafen sozusagen. Auch wenn das nicht ganz aussieht wie ein Hafen. Hier ist der Olaf Torres und bei ihm können wir jetzt eben ein Boot, könnten wir nach Drangenheim fahren. Könnten wir machen, aber eigentlich möchte ich jetzt erstmal nach Sturmfort. Das ist auch eine der Sachen, die eigentlich ganz schön ist an Might & Magic. Vor allem, also an allen Teilen der Serie. Dieser Teil nimmt das einfach auch nochmal auf, dass die Welt eben offen ist. Man kann von Anfang an überall hin, in jeder Stadt. Wir könnten jetzt auch in jeder Dungeon schon. Und ja, das ist einfach cool. Man hat einfach eine große Entscheidungsfreiheit. Natürlich sind die Gegnerstärken... Die skalieren sich nicht nach unserem Level, das heißt, die Gegner sind immer gleich stark. Also am Anfang können wir eben nicht in allen Dungeons erfolgreich sein. Aber es ist eben ein schönes Gefühl, wenn man dann später in einen Dungeon wiederkommt, wo man am Anfang gescheitert ist und dann eben die Gegner besiegen kann. So, wir sind jetzt hier erstmal in der örtlichen Taverne. Hier ist so ein Drachenkopf. Und mal gucken, was uns die Leute hier so zu sagen haben. Gut, der ist ziemlich betrunken, der will uns nicht mehr viel helfen. Was hast du denn zu sagen? Nicht ganz so viel anscheinend. Du siehst aber vielversprechend aus. You need something, friend. Perhaps we can buy you a drink. I appreciate your generosity. What's your trouble? Either you are very perceptive, or I've not been as discreet as I need to be. Either way, perhaps you could help me. You would be happy to help you. Was will denn der Bjarni, Herr Jolfsen? There have been things going wrong lately. Things that should be working have been breaking. Walls that should be working order are found broken. Defensive structure left wide open. I think someone's been deliberately breaking these things. I would hate to say such a strong word as sabotage. But I think it's the word that fits. I believe Drangenheim agents have infiltrated our defenses and are planning an attack. Can't do anything about it? My cover has been blown. Too many people know I work for Sturmfort. Perhaps you could poke your nose about and try to dig up some dirt. I may prove to be lucrative. We will try to sniff out the spies for you. Be careful. They may be spies just like us. If you are discovered, you may jeopardize your lives. Okay, das ist so unsere erste Quest, die wir bekommen haben. Come in! Drink up! We'd like to do business. Room for the night. Also, ne. Do some questions. Any news? If you can find yourself an artifact, they're usually worth a double artifact. Yes, like Spencer's Obedience. It may be a club, but it parks a better wall up than another sword. Okay. Okay, okay. Das ist nicht unbedingt das, wonach ich suche. There was a time my sword brother thought to raid the Isle of Ashes. I told him ja. There was nothing there, but he would not believe me. He insisted we make sales. Können die Leute jetzt hier über ihr Sound so ausfragen, ob sie die kennen und so, oh, der Typ ist nun eingeschlafen. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. So, wie gesagt, der sechste Sinn-Skill, Perception, sieht man ja hier, grüne Wand, alles ist heiter. Was ist denn hier? Soldiers to fight against Drangenheim must be skilled in fighting. Must have own horse, sword and armor. Okay. Und hier sehen wir es rot. Ja, da ist der Eingang zur Kanalisation. Das ist quasi so eine Dungeon. Da wollen wir auch schon bald hin. Aber davor wollen wir uns erstmal ein bisschen in der Stadt umgucken. Ein paar Suchaufträge annehmen, zum Beispiel von diesem netten Herrn hier, dem Ludwig. Eh? What's that you said? Would like to ask you a few questions. Huh? Questions? I'm sorry, I'm too busy for that sort of thing. You don't look that busy. Oh well, you see, I'm a writer, and I've got to get my manuscript back. What happened to your manuscript? Oh, manuscript? Well, it fell down the drain in my Beethoven. I'm afraid of what's down there. It's very important to me, though. Why can't you go down there? Because of the monsters. If I went down there, they would surely eat me alive. I don't want to be eaten by monsters. Perhaps we could go down for you. Huh? What you said? Perhaps we could go down there for you.
Oh, yeah, that would be great. I would pay you well if you would go down there and get my manuscript. It should be easy to find a bundle of papers called My Evermore Beloved. Well, you got that manuscript for you. Okay. Dem Typ ist also tatsächlich sein Manuskript hier runtergefallen. Und da geht's tief runter. Und ja, es ist ziemlich, ziemlich unklug von ihm gewesen. Ziemlich ungeschickt. Na gut, Suchaufträge haben wir auch. Es gibt dieses Fenster hier. Awards, killed the dragonflies, escaped Isle of Ash, completed Ravenforce Training. Ja, wir haben schon viel getan. Quests, unite the clans, find the saboteur, retrieve Ludwig's manuscript. Okay. So, was, hier gibt es Kleeblätter zu finden. Die bringen dauerhaft Glück, glaube ich. Ich weiß nicht. Was auf jeden Fall richtig, richtig nervig ist in Teil 9, ist, dass die ganzen Leute, die einen ausbilden, also zum Experten, zum Meister, die haben kein festes Haus mehr, dass man da einfach hingeht. Nee, die laufen einfach hier wild in der Stadt rum. Ja, gut, er hier ist zum Beispiel jetzt nicht so einer. Aber, ja, das kann ich euch gleich auch auf jeden Fall noch demonstrieren. Oh, da war ein Clipping-Fehler mal wieder. We haven't seen... Where's Papa? We haven't seen your Papa. I want Papa. Frau Ort. Papa's missing. If you see him, you tell him to come home. To my children, I've gone to earn some money to stop us from starving. Fear not, I shall return soon. Hatlat. Okay. Das ist natürlich seltsam, dass der Hatlat jetzt nicht mehr hier ist. My father is a great man. My father, great man. Okay. Hatlat, er ist nicht mehr hier, okay. Er will ein bisschen Geld verdienen, aber... hört sich seltsam an, hört sich seltsam an, findet ihr nicht? So, hier sind aber die Leute, das sind nämlich die Leute, die einen dann... Oh, das sind er natürlich nicht. Aber hier, Adoyet, bekam Expert in Arm Master und Master in Arm Master. Und die laufen einfach so in der Stadt rum. Und die Frau ist jetzt hier. Ah, die kann später einfach irgendwo da in um die Ecke sein und oh, das ist schrecklich. Man muss dann da hin und da hin und man sucht und sucht und... Oh nee, das ist echt, oh, eine schreckliche Änderung. Und ich glaube nicht, dass dadurch irgendwie das Gefühl aufkommt, dass die Stadt hier lebendig ist, weil... Nee, überhaupt nicht. Nee, ich... Wow, wow. Na gut, ich will nicht zu viel meckern. Hier sehen wir Geschäfte, einen Zauberladen. Dann gehen wir auch gleich mal hin und verkaufen unser Zeugs. Hier ist Scroll of Blessing, 178 wert. Für einmaligen Segenszauber. Wow, Mann. Ah, wir haben sogar hier schon Handschuhe. Wo haben wir die denn gefunden? Oh. Scroll of Disease, Scroll of Resistance, ein Stiletto. Ja, wir können hier bei der Zauberfrau auch Waffen verkaufen. Hm. Macht natürlich Sinn. Oder auch nicht. Irgendwie nicht, oder? Nee, irgendwie nicht. Wisst ihr was? Das ist nämlich auch genau andersrum. Wir haben jetzt die ganzen Sachen, die ganze Scheiße da von ihr gekauft. Oh, heilige Kacke. Das war natürlich echt, echt nicht gut jetzt. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir haben jetzt das ganze Zeugs bei ihr gekauft. Wir haben uns jetzt einfach ganz unnötig eine Schriftrolle des Segens und so einen Kack gekauft. Oh, fuck. Oh fuck, das ist nicht gut. Nee, überhaupt nicht. Wir gehen wieder nach wir laden diesen Autosave hier. Nee, wie viel Geld haben wir denn? Nee, wir haben 800 Gold oder so haben wir verloren. Nee, das kann ich, das geht nicht. Oh fuck, das war jetzt gar nicht so klug von mir. Ich tut mir wirklich leid. Ich werde jetzt nochmal ganz schnell hier die Suchaufträge an. So, den haben wir schon mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier noch einen Suchauftrag kriege, aber irgendwie hat es gerade nicht hingehauen. Naja. Dann komme ich vielleicht nochmal anders mal hin. Okay, das war jetzt echt nicht, klug, da die Aktion im Geschäft. Also man sollte auf jeden Fall, so, wir holen ihm jetzt ein Manuskript. So, und jetzt sind wir fast wieder am alten Stand. Okay, ja, man sollte Merchant und sein anderes Inventar auseinanderhalten können. Ja, und kein Wunder, dass ich mich gewundert habe, dass, worüber habe ich mich gewundert? Genau, dass wir die Handschuhe nicht haben und so Zeugs. Ja, das war natürlich komisch. Das war natürlich komisch. Ja, hallo nochmal. So, wir wollen deine Waren sehen.
So, hier sind jetzt unsere Sachen. Selbes Item, ja, Cell, das ist doch schon mal ein anderer Ausdruck. So, aber jetzt trotzdem. So, das Amulett hier, 490 ist eine Menge. Man könnte es zwar noch verkaufen, damit es verzaubern, damit es wertvoller wird. Ja, den brauchen wir auch nicht. Aber das Problem ist, ich glaube, das Ding ist wichtig, das behalten wir erstmal. Aber könnten wir, klar. Oh, so Handschuhe, für, das ist viel zu teuer. Nee. Die finden wir auch noch, die Handschuhe bestimmt irgendwo. Da müssen wir uns keine Sorgen drüber machen. Hier ist dann, wie gesagt, nochmal hier Experts in Unarmed Combat. Die gibt's schon hier, natürlich cool. Experts in Shield. Hier ist eine Bank. Bank. Ich hab die Bank. Die Bank. Ah, hier gibt's, glaube ich, immer einen Auftrag. Paris, the Stahlschall Papers haben 500 Gold for the extermination of rats from her basement. Aha. Why can't you use the safety deposit box? Well, we need an orb of linking. Aha. Ja, das ist auch noch eine Aufgabe, der Orb of Link, aber sie will uns anscheinend nicht weiter was zu sagen. So. Ja. Dieser Part wird jetzt ein bisschen weniger actionlastig. Ja, was ist hier? Experts in Dodging. Ja, das ist super. Naja, es ist super, aber wir müssen erst Druide werden, damit wir Expert in Dodging werden können. So, die Stadt ist in mehrere Bezirke aufgeteilt. Ich kann ja mal die Karte kurz aufmachen, dann sieht man das. Also, das war jetzt hier so der erste Bezirk. Das kann man hier weiter. Dann gibt es hier noch die Kirche und ja, sind ziemlich groß, muss man sagen. Also, da. Groß sind die Städte, also es kommt einem schon, es kommt einem schon vor, als wäre man in der Stadt und nicht, was weiß ich wo. Experts in Katschel, der kleine Zwerg. Hier ist die Kirche. Muss man aufpassen, dass man da nicht mit Pfeil und Bogen schießt, wenn man sonst die Fenster kaputt schießt. Can we ask you some questions? Do you have any news? Ne, die weiß nicht viel. Experts in Blade. Ah, die Frau, die brauchen wir gleich. Da müssen wir uns jetzt mal ungefähr merken, wo die ist. Okay, wissen wir ungefähr. So, ganz typisch für Rollenspiele. Im Brunnen gibt's Geld. Natürlich. Ja. Ich weiß nicht, wer sich das Klischee mal ausgedacht hat. Oder ob das aus irgendeinem Buch kommt. Vielleicht wisst ihr da irgendwas zu. Ja, die dürfen nicht mit Fremden reden. Die Kinder, das ist auch ganz vernünftig so. Genau, was wir jetzt aber wollen, ist uns ausbilden lassen. Und da gibt es auch gleich einen NPC, den man anheuern kann. Ich glaube, das werden wir auch tun, weil hinten ist eine rote Tür. What the fuck? Warum ist da eine rote Tür? Hä? Wow, ich speichere mal kurz. Wow. Was ist hier los? Oh Mann, das war jetzt vielleicht nicht so klug, auf dem LP02 zu speichern. Ach, hier geht's in die Kanalisation runter, okay. War vielleicht nicht so klug, auf dem LP2 zu speichern. Wenn jetzt irgendwas schief geht, dann... Na, was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Okay, das ist hier der NPC, den wir anheuern können. Me bash, good. What do you mean? Me's word, good for bashing heads. Yeah, sure. You give shinies, me bash heads for you. Ah, you're for hire, how much? 500 shinies every moon. 3 part of found shinies. Na, der will also 500 Gold sofort und dann 3% von allem, was wir finden. Ja, komm, den nehmen wir mit. Looking for training? Ja, Training brauchen wir. So. So, alle haben einen 2 Level-Ups bekommen. Und wie alle unter den Zuschauern, die Mighty Magic schon selber gespielt haben, irgendeinen der Teile, wissen, zumindest ab Teil 6, glaube ich, ist 2 Level-Ups genau das, was man braucht, wenn man irgendwo Experte werden möchte. Man kriegt nämlich 8 Fertigkeitspunkte. So, Experts in Blade, super. Wir wollen Experts in Blade werden. Ja, hier kann Großmeister
Armor gucke ich gerade, oh Mann. Er kann Großmeister in Blade werden. Ja. So, was passiert auf dem normalen Rang? Normal Skill added to Attack Bonus. Also wenn ich da jetzt 4 Punkte reinstecke, dann werden wir... was erzähle ich? Natürlich kriegt man 5 Punkte pro Level auf den nicht viel. Das wird es auch überhaupt nicht reichen. Und... Genau, also Skill added to Attack Bonus. Das heißt, ich packe da jetzt gleich 4 Punkte rein. Das heißt, wir kriegen 4 auf den Attack Bonus. Das ist nicht der Damage, aber quasi die Wahrscheinlichkeit, dass wir treffen. Und auf Expert Recovery Penalty ist half. Wir greifen uns doppelt so schnell an. So. 4 in Blade. Wir kamen Experts in Blade. Zack, wir sind Experten in Chatkampf. Das ist sehr hilfreich für uns. So, Experte im Speer, okay. Nee, das nicht unbedingt. Wir müssen auch noch... Hier war Katschel. Und die hat nichts gehabt. Anarmt war irgendwo da vorne, das weiß ich noch. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass man als ECR da schon im unbewaffneten Kampf irgendwas machen kann. Expert in Dodging, das wird sie auch nie können. Das Problem ist... In dieser Stadt hier gibt es nur Experten und Meister für die ganzen Waffenskills und Rüstungsskills. Und Armsmaster. So, dieser Laden ist, glaube ich, genau das, was wir wollen. Genau, die hat nämlich hier diese Skillbücher. Genau. Shield, Speer. Genau, Speer, das wollte ich kaufen. Das ist für den Ranger. Throne! Genau das wollte ich haben. Throw Weapons ist nämlich das, was der Assassin auch sehr gut kann. Er braucht nämlich überhaupt nicht den Bogen, darum habe ich mich da ganz leicht auch aufgeregt. Dodge Skill. Oh, hat den noch irgendjemand gelernt? Der Ranger, glaube ich, oder? Hm. Kauf den einfach mal. Vielleicht. Mhm. Armor. Unarmed. Oh, Cutchel. Das ist natürlich auch etwas, was wir wollen. Meditation, haben die das beide schon? Puh, ich bin mir gar nicht so sicher. Hm. So weiter, das kann man ja auch einfach nachgucken. So ist er nicht. Ne? Ne, er nicht. Sie aber. Aber unser Licht nicht. Na, kann ja nicht sein. Gerade unser Licht braucht Meditation. 200! Scheiße, so viel. Oh Mann. Oh Mann, 200 Gold. Hm. Ach, das so dringend jetzt braucht gerade. Nee, 200 ist eine Menge. So, Throne, das will er selber können. Sure. Spear ist für unsere Rangerin Silvana. Yes. Oh yes, Dodge auch, aber das bringe ich erstmal nicht bei, weil... Ja, könnte ich eigentlich. Doch, kann ich. Yes. Ihr normaler Skill Armor wird nicht überschrieben, weil Dodge ja nur funktioniert, wenn man keine Rüstung trägt. Ich träge gerade eine. Aber Dodge kann sie als Ranger, ja, auch Großmeister, genau. Aber auch als Fighter nicht mal im Expertenrang, also. Also Dodge ist wirklich echt nicht so hier. So, sie ist ja unbewaffnet, dann lernt er mal Katschel. Yes. Und da kann er natürlich nicht als Lich mal Experte irgendwann werden. Hm. Ah, wir haben ja sogar eine Keule, oder? Den Horseman's Flail. Macht er jetzt an Damage? Oh, 7, 1 bis 11. Oh, doch, ist okay. So, die Frage ist, wo können wir jetzt noch Experte drin werden? Wir müssen jetzt noch irgendwie kurz unsere Punkte hier ein bisschen verteilen. Armor gibt's auch in der Stadt, das weiß ich. Sie hat Blade, dummerweise, weil man damit immer startet. Speer. Oh, sie kann den Speer. Ja gut, auch insgesamt nur Experte. Ob das jetzt so lohnt? Bow. Hm, Bow ist doch gut. Ja, Waffenfähigkeiten, dann müsste auch Bogen hier sein. Ja. Und hier bei denen wären natürlich so elementare Sachen und so, da die Skillpunkte einzustecken. Gut, das machen wir auch. Weil man ja auch durch Punkte schon alleine besser wird und nicht nur durch so Experts in Shields, Experts in Unarmed. Ja, das ist jetzt halt das, was ich... Aber die Katze, die können wir auch töten, oder? Wir töten keine Katzen. Das ist halt das, was ich meine. Das ist ein bisschen wirklich nervig. Also, wisst ihr, ich muss jetzt hier noch... Boah. Ich habe keine Lust jetzt hier die ganze Zeit rumzulaufen und irgendwelche Leute zu suchen. Das
ist denn hier? Sieht aus wie eine Herberge oder so. Ja, viel ist hier nicht. Ja, und jetzt muss ich hier rumlaufen, damit ich diesen Experten da finde für einen Wurfwaffenexperte noch. Ja gut, so viele Punkte hat nix überhaupt nicht. Ah, Experts in Bow. Super. So, Silvana, Bow. 500 Gold, so, jetzt haben wir fast unser ganzes Gold ausgegeben. Muss sagen aber, dass es sich auch lohnt. Jetzt nochmal kurz zum Punkt-Skill. Man sieht auch jetzt hier den Stern hier. Bow. Also auf dem normalen Level, Skill added to Attack Bonus. Also, dass wir besser treffen. Und auf Expert, Skill added to Damage Bonus. Das heißt, wie man jetzt sehen kann, Ranged plus 9, 8 bis 12. Das ist schon. Das ist echt stark. Ja? Das ist stark. So, wir gehen jetzt hier nochmal rein. Das ist jetzt hier das Gebäude vom. Nur kurz, bevor ich mit ihm rede, hier, das ist der Stadtschrein, den muss man sauber machen, damit man später mit Stadtportal gehen kann. Das erfährt man auch irgendwie nicht wirklich im Spiel, glaube ich. Nicht ganz. So, jetzt holen wir uns hier noch die Quests ab. Dann ist das mehr so ein Quest-Hol-Part. So, das ist Biani, das ist so der Jarl von der Stadt, so der Boss, sag ich mal, ne? We know you are of great importance and would like to help you. Or like your help, so. Get the point. We need your help to defeat Tamerlane. Who is that? He's the leader of a horde that will soon overrun us. What are these hordes? They come from Bedonia. We must unite the clans against them. I appreciate you being straight with me. I shall give you aid, but in order to do so, I will need you to do two things. Aber natürlich. Ganz clevere Geschichte von der Story, ne? Wir müssen jetzt alle Clans uniten. Wir müssen jetzt also zu allen 6 Clans. Und komischerweise wollen alle, dass wir 2 Sachen für die machen. Man hat sich echt Mühe gegeben, muss ich sagen. So, was ist das Erste, was wir tun wollen? There was a place called Unscrum Keep in Southern Stormfall that we used to use for the defense of our island. If we are to defeat these invaders, we need to clear the imps out. How we will do that? It has been overrun by foul creatures. If we are to occupy it once again, these things need to be destroyed. You might have some trouble getting in, though. The portcullis is stuck. The drawbridge is up. How do we get in? The walls are in a very sorry state of disrepair. There's probably a place where you could break through the walls. We will do this for you. Great! Come back when you're finished. Oh, von on. Okay, ich glaube, ich nehme immer noch auf. Es ist einfach nur so, dass mein Antivir-Programm dachte, oh, es ist 12 Uhr, wir machen jetzt die tägliche Systemkontrolle. Okay, so, what is the second thing you need to do? As you know, we've been on bad terms with a filthy Drangheim clan. In a battle near 10 years ago, they captured our tactical genius, Ifsar Forktooth. I want you to break him out of Drangheim prison. You want us to break into a prison? If you want my help, I can take on these hordes without my best general. Be careful though, you may need more experience before you can take on Drangheim prison. Yeah, okay. Er möchte also, dass wir in ein Gefängnis einbrechen, von einem anderen Clan, um seinen General rauszuholen. Ich bin mir nicht sicher, was die anderen Generäle davon halten, der andere Clan davon halten wird. Ich glaube, sie werden sehr wenig davon halten, ganz ehrlich. Armsmaster? Hello, how are you? What do you want? Ich glaube, hier ist irgendwas Wichtiges ist hier. Nee, ich glaube, genau, das ist der Infobursche. Das ist so wie die Touristeninfo hier. Eigentlich ziemlich cool gemacht, wenn man weiß, dass es das ist. Ja, wir können zum Beispiel hier fragen, we have heard that you can promote mercenaries. You wish to become, also, ja, er kann Gladiatoren befördern. Und wir können hier, we are looking for the Jarl, wo er ist, we are looking for a shop, for someone who can promote us, our first promotion. Und hier können wir jetzt gucken, wo die Promotions sind. Also, zum Mercenary müssen wir nach Thronheim. Zum Crusader nach Drangheim? Oh cool, da kommen wir dann bald hin. Scholar ist in Thjorgard, das ist schon ein bisschen weiter weg. Und Healer ist in Gabaland.
Ja, und das ist eigentlich cool. Dann ja, dann sollten wir. Da sollten wir uns eigentlich recht schnell dran machen an die Beförderung. Ja. Okay, also die Zeit ist hier bald um für den Party, die ich eingeplant hatte. Also ich. Oh, hier ist eine Gefängniszelle mit niemandem drin. Ich bin gerade noch auf der Suche, ob ich. Spurs and Armor. Hm. Okay. So, ich vergebe dann jetzt eben doch noch hier die Punkte. Ich guck grad, in den ganzen Magien können sie. Auf den Dunkelheit können sie nicht mal als initiierter Experte werden. Oh man. Oh man, oh man. Identify Items, Learning. Ist natürlich auch cool, aber. Ja, okay, das ist ja unser Lich. Und der wird sowieso Großmeister in der Elementarer-Magie. Und damit er auch mal stärkere Zauber hat. Man müsste jetzt sehen, genau, Elementarer Bolzen jetzt 4 bis 16. Das heißt, der Zauber macht 1 bis 4 Schaden pro Fähigkeitspunkt. Ja, und 4 bis 16 ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? Schon ein bisschen besser. So, und hier immer noch 1 bis 4, weil nur ein Punkt drin steckt. Und das 4 bis kaputt, nicht so wichtig. So, Dodge, ja, hey, er ist halt Druide mitarbeiten. Elementar, Spirit. Spirit kann sie aber auch nicht Experte werden, ist ein bisschen ärgerlich. Geben wir es auch in Elementar. Natürlich, da kann sie Meister drin werden, das muss sie auch leveln. Und sie macht eben mehr Schaden jetzt mit ihrem Elementarbolzen und das. Ja gut, hätte sie auch mit, wenn wir jetzt in Spirit getan hätten. Denke ich. Ja, Spirit Scale kann sie jetzt noch nicht lernen, weil sie das erst ab. Ab Ranger rang kann, nur so ähnlich. Ja. Okay, so. Dann komme ich langsam zum Ende von diesem Part. Der wird jetzt ja, knapp über eine halbe Stunde, glaube ich, sogar gehen. Naja, soll es ja nicht weiter stören. Jetzt habt ihr so ein bisschen hier die City von Stormfort gesehen. Ja, Action gab es nicht. Wir haben keinen einzigen Feind besiegt. Wie könnt ihr jetzt doch mal aus Spaß eine Katze? Nee, das ist auch doof. Hunde kann man übrigens nicht besiegen, nur Katzen. Hunde sind, sind zu stark. Ich weiß auch nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Wirklich nicht viel wahrscheinlich. So, ich gehe nochmal ganz kurz in die Taverne. Hier muss es noch einen Auftrag geben. Da weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich wirklich. Da. Maybe. You look the sort who would be crazy enough to be interested. You see that dragon over the door? That was Thoronax, the last of the great red dragons. I slew him myself. Dragons? Tell us about dragons. Well, there aren't very many of them left in the world, I can tell you that much. I've heard rumors, though. Men come in here from time to time, look at my prize, and I tell them the dragon stories. You'd like to hear the dragon story? Well, they say that there's one left. Though, I'm not sure where he is. But I do know someone who does. Who? His name is Snorri the Fist. He's an old warrior who spent most of time in the bottle. Where can we find him? If he's anything like I remember him, probably somewhere inside a bottle in Thorgard. Goodbye. So, genau. Danach habe ich noch gesucht. Das ist nämlich noch ein Suchauftrag. Zeige ich euch auch nochmal eben im Journal. Slay the dragon. The first step in slaying a dragon is proving your worth. Speak to Snorri the Fist. Genau, und Thorgard, da müssen wir mit ihm reden. Der wird in der Kneipe sein, wie er gesagt hat. United Clans und so hier die beiden Aufgaben von dem Jarl hier. Die, ich nenne sie mal Ratsaufgaben. Auch wenn es den Rat natürlich im sechsten Teil gab, nicht hier, aber das kommt ja auch selber drei bei rum. Hier Clear Out Anscrum Keem und Rescue Yuskar. Den Saboteur müssen wir noch finden und das Manuskript zurückbringen. So, mein Plan ist nun folgender, damit es nicht allzu langweilig wird. In der nächsten Folge werde ich das Manuskript wiederholen. Es ist schrecklich. Und es hat wahrscheinlich jetzt aufgehört aufzunehmen. Oder ist es immer noch am Aufnehmen? Ne, hat wahrscheinlich jetzt. Wahrscheinlich hat es jetzt aufgehört. Oh, ich rede immer noch mit euch. Vielleicht seht ihr mich noch im Spiel, vielleicht auch nicht. Ne, der hat tatsächlich jetzt hier abgebrochen zweimal. Ist nicht schlimm, das kann ich ja zusammenschneiden, glaube ich. So, gut. Das werde ich einfach zusammenschneiden. So, gut. Damit das dann jetzt hier auch ein Ende... Also im nächsten Teil plane ich eben, hier runter zu gehen, in die Kanalisation. Die komplett zu leeren. Da werden wir dann auch das Manuskript wohlfinden von dem Ludwig. Das ist mir da reingefallen. Das ist so der nächste Plan. Also damit wieder ein bisschen Action mal da ist. Wir kriegen Erfahrungspunkte, wir werden da Gegenstände finden. Wir werden dann auch wahrscheinlich wieder leveln können. Und das wollen wir natürlich. Ja, das ist so der Plan für den nächsten Part.
Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Könnt ruhig auch Kommentare da lassen, Kritik, was kann ich besser machen, was fandet ihr jetzt schlecht in dem Part. Ruhig auch was zur Video- und Audioqualität. Ich habe jetzt gesehen beim letzten Mal, dass die Videoqualität nicht in 720p da war. Hab mich ein bisschen gewundert irgendwie, weil die 480p aussah wie Ingame, also ich weiß gar nicht. Das liegt wahrscheinlich einfach nur am Format, weil es nicht das HD-Format ist mit 1200, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Na gut, das soll es gewesen sein, sonst geht die Zeit hier noch viel zu lang. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao. Einfach nur so, dass mein Antivirus-Programm dachte, oh, es ist 12 Uhr, wir machen jetzt die tägliche Systemkontrolle. Okay, so what is the second thing you need to do? As you know, we've been on bad terms with a filthy Drangheim clan. In a battle near 10 years ago, they captured our tactical genius, Ifsor Forktooth. I want you to break him out of Drangheim prison. You want us to break into a prison? If you want my help, I can take on these hordes without my best general. Be careful though, you may need more experience before you can take on Drangheim prison. Yeah, okay. Er möchte also, dass wir in ein Gefängnis einbrechen, von einem anderen Clan, um seinen General rauszuholen. Ich bin mir nicht sicher, was die anderen Generäle davon halten, der andere Clan davon halten wird. Ich glaube, ich werde sehr wenig davon halten, ganz ehrlich. Armsmaster? Hello, how are you? What do you want? So, ja. Ich glaube, hier ist irgendwas Wichtiges ist hier. Nee, ich glaube, genau, das ist der Infobursche. Das ist so wie die Touristeninfo hier. Eigentlich ziemlich cool gemacht, wenn man weiß, dass es das ist. Ja, wir können zum Beispiel hier fragen, we have heard that you can promote mercenaries. You wish to become, also, ja, er kann Gladiatoren befördern. Und wir können hier, we are looking for the Jarl, wo er ist, we are looking for a shop, for someone who can promote us, our first promotion. Und hier können wir jetzt gucken, wo die Promotions sind. Also, zum Mercenary müssen wir nach Thronheim. Zum Crusader nach Drangheim? Oh, cool, da kommen wir ja dann bald hin. Scholar ist in Thjorgard, das ist schon ein bisschen weiter weg. Und Healer ist in Gabaland. Ja, und das ist eigentlich cool. Dann, ja, dann sollten wir. Da sollten wir uns eigentlich recht schnell dran machen an die Beförderung. Ja. Okay, also die Zeit ist hier bald für den Party, die ich eingeplant hatte. Also ich. Oh, hier ist eine Gefängniszelle mit niemandem drin. Ich bin gerade noch auf der Suche, ob ich. Spurs in Armor. Hm. Okay. So, ich vergebe dann jetzt eben doch noch hier die Punkte. Ich guck grad, in den ganzen Magien können sie. Ach, in Dunkelheit können sie nicht mal als initiierter Experte werden. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Identify Items, Learning, ist natürlich auch cool, aber. Ja, okay, das ist ja unser Lich. Und der wird sowieso Großmeister in der elementaren Magie. Und damit er auch mal stärkere Zauber hat. Man müsste jetzt sehen, genau, elementare Bolzen sind jetzt 4 bis 16. Das heißt, der Zauber macht 1 bis 4 Schaden pro Fähigkeitspunkt. Ja, und 4 bis 16 ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? Schon ein bisschen besser. So, und hier immer noch 1 bis 4, weil nur ein Punkt drin steckt. Und das 4 ist kaputt, nicht so wichtig. So, Dodge, ja, dann kann er eh erst als Druide mitarbeiten. Elementar, Spirit. Spirit kann sie aber auch nicht Experte werden, ist ein bisschen ärgerlich. Geben wir es auch in Elementar. Natürlich, da kann sie Meister drin werden, das muss sie auch leveln. Und sie macht eben mehr Schaden jetzt mit ihrem Elementarbolzen und das. Gut, hätte sie auch mit, wenn wir jetzt in Spirit getan hätten. Denke ich. Ja, Spirit Scale kann sie jetzt noch nicht lernen, weil sie das erst ab. Ab Ranger rangen kann. Nur so ähnlich. Ja. Okay, so. Dann komme ich langsam zum Ende von diesem Part. Der wird jetzt, ja, knapp über eine halbe Stunde, glaube ich, sogar gehen. Naja, soll es ja nicht weiter stören. Jetzt habt ihr so ein bisschen hier die City von
Sturmfort gesehen. Action gab's nicht. Wir haben keinen einzigen Feind besiegt. Ich könnte jetzt doch mal aus Spaß eine Katze. Nee, das ist auch doof. Hunde kann man übrigens nicht besiegen, nur Katzen. Hunde sind zu stark. Ich weiß auch nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Wirklich nicht viel wahrscheinlich. So, ich gehe nochmal ganz kurz in die Taverne. Hier muss es noch einen Auftrag geben. Das weiß ich wirklich. Da. Maybe. You look the sort who would be crazy enough to be interested. You see that dragon over the door? That was Thoronax, the last of the great red dragons. I slew him myself. Dragons? Tell us about dragons. Well, there aren't very many of them left in the world, I can tell you that much. I've heard rumors, though. Men come in here from time to time, look at my prize, and I tell them the dragon stories. You'd like to hear the dragon story? Well, they say that there's one left. Though, I'm not sure where he is. But I do know someone who does. Who? His name is Snorri the Fist. He's an old warrior who spent most of time in the bottle. Where can we find him? If he's anything like I remember him, probably somewhere inside a bottle in Thorgard. Goodbye. So, genau. Dann habe ich noch gesucht. Das ist nämlich noch ein Suchauftrag. Den zeige ich euch auch nochmal eben im Journal. Slay the dragon. The first step in slaying a dragon is proving your worth. Speak to Snorri the Fist. Genau, und Thorgard, da müssen wir mit ihm reden. Der wird in der Kneipe sein, wie er gesagt hat. Unite Clans und so hier die beiden Aufgaben von dem Jarl hier. Ich nenne sie mal Ratsaufgaben. Auch wenn es den Rat natürlich im sechsten Teil gab, nicht hier, aber das kommt ja auch selber drauf bei rum. Hier Clear out Anskram Keem und Rescue Ivska. Den Saboteur müssen wir noch finden und das Manuskript zurückbringen. So, mein Plan ist nun folgender, damit es nicht allzu langweilig wird. In der nächsten Folge werde ich das Manuskript wiederholen. Es ist schrecklich. Und es hat wahrscheinlich jetzt aufgehört aufzunehmen. Oder ist es immer noch am Aufnehmen? Nee, hat es jetzt aufgehört. Oh, ich rede immer noch mit euch. Vielleicht seht ihr mich noch im Spiel, vielleicht auch nicht. Nee, der hat tatsächlich jetzt hier abgebrochen zweimal. Nicht schlimm, das kann ich ja zusammenschneiden, glaube ich. So, gut. Das werde ich einfach zusammenschneiden. So, gut. Damit das dann jetzt hier auch ein Ende... Also im nächsten Teil plane ich eben, hier runter zu gehen, in die Kanalisation, die komplett zu leeren. Da werden wir dann auch das Manuskript wohlfinden von dem Ludwig. Das ist mir da reingefallen. Das ist so der nächste Plan. Also damit wieder ein bisschen Action mal da ist. Wir kriegen Erfahrungspunkte, wir werden da Gegenstände finden. Wir werden dann auch wahrscheinlich wieder leveln können und das wollen wir natürlich. Ja, das ist so der Plan für den nächsten Part. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Könnt ruhig auch Kommentare da lassen, Kritik, was kann ich besser machen, was fandet ihr jetzt schlecht in dem Part. Ruhig auch was zur Video- und Audioqualität. Ich habe jetzt gesehen beim letzten Mal, dass die Videoqualität nicht in 720p da war. Hab mich ein bisschen gewundert irgendwie, weil die 480p... aussah wie Ingame, also ich weiß gar nicht. Das liegt wahrscheinlich einfach nur am Format, weil es nicht das HD-Format ist mit 1200, ihr wisst schon, was ich meine. Na gut, das soll es gewesen sein, sonst geht die Zeit hier noch viel zu lang. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao. So, gut. Das werde ich einfach zusammenschneiden. So, gut. Damit das dann jetzt hier auch ein Ende... Also im nächsten Teil plane ich eben, hier runter zu gehen, in die Kanalisation, die komplett zu leeren. Da werden wir dann auch das Manuskript wohlfinden von dem Ludwig. Das ist mir da reingefallen. Das ist so der nächste Plan. Also damit wieder ein bisschen Action mal da ist. Wir kriegen Erfahrungspunkte, wir werden da Gegenstände finden. Wir werden dann auch wahrscheinlich wieder leveln können. Und das wollen wir natürlich. Ja. Das ist so der Plan für den nächsten Part. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Könnt ruhig auch Kommentare da lassen, Kritik, was kann ich besser machen, was fandet ihr jetzt schlecht in dem Part. Ruhig auch was zur Video- und Audioqualität.
Ich habe jetzt gesehen beim letzten Mal, dass die Videoqualität nicht in 720p da war. Hab mich ein bisschen gewundert irgendwie, weil die 480p aussah wie Ingame, also ich weiß gar nicht. Das liegt wahrscheinlich einfach nur am Format, weil es nicht das HD-Format ist mit 1200, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Na gut, das soll es gewesen sein, sonst geht die Zeit hier noch viel zu lang. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.